Liebe Schwestern und Brüder, das möchte ich auch lernen. Hin und wieder höre ich diesen Satz, wenn mir jemand beim Jonglieren zuschaut. Und natürlich zeige ich es dem anderen Schritt für Schritt, wie es geht. Das möchten wir auch lernen, so äußern ebenso die Jünger Jesu. Aber hier ging es nicht ums Jonglieren, das sie erlernen wollten. Sie haben beobachtet, wie Jesus betet, wussten aber offensichtlich selbst nicht, wie es geht. Und deshalb bitten sie ihn: Herr, lehre uns beten. Daraufhin lehrt Jesus sie die Worte des Vaterunsers, dass Menschen seither über die Jahrhunderte hinweg gebetet haben, dass wir heute noch in unseren Gottesdiensten und in der persönlichen Gebetszeit sprechen. Auch wenn jemand weiß, wie es geht, so kann er oder sie noch lange nicht beten. So wie keiner jonglieren lernt, weil er zuschaut oder es erklärt bekommt, so mussten auch beim Beten die Jünger Jesu das lernen und einüben. Und so ist es auch heute noch. Außerdem geht es auch darum, dass wir wirklich mit dem Herzen beten und nicht nur irgendetwas auswendig Gelerntes aufsagen. Wer betet, der weitet seinen Horizont, der holt Gott in den Alltag hinein. Und genau das brauchen wir immer wieder, wenn wir manchmal der Gefahr laufen, im oft kleinkarierten Denken und Wünschen stecken zu bleiben. Beten kann man, wie das Jonglieren, lernen. Aber es muss auch immer wieder geübt werden. Deshalb dürfen wir auch heute noch mit den Worten beten, die Jesus damals seine Jünger zu beten gelehrt hat. Wir dürfen uns an Gott, unseren Vater, wenden. Tun wir das nicht nur aus Gewohnheit, sondern ganz bewusst, damit uns aufgeht, worum wir in diesem Gebet bitten. Und mühen wir uns, dass es nicht nur Worte bleiben, sondern dass diese Worte eine Entsprechung in unserem Leben finden. Denn dann beten wir wirklich im Sinne Jesu. Und so segne und behüte euch der gute und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.